3, 2, 1, Mainz, die neue Nike Free 5.0. Vor 2 Tagen habe ich die neue Nike Free 5.0 endlich erhalten. Schon lange drauf gespart, kann man fast sagen. Und nach dem ersten Testlauf muss ich sagen, ich bin begeistert. Ich bin es zwar schon gewohnt gewesen von Nike, dass die Schuhe mega leicht sind, aber was sie hier geleistet haben, ist der Hammer. Mal abgesehen, wie gesagt, die Leichtigkeit, ich glaube 258 Gramm oder so, ist nicht zu übertoppen. Und was mega genial ist, ich habe mir das nochmal durchgelesen, diese Sohle, wenn ihr das jetzt seht, die ist in so einer Art Wabenmuster eingeschnitten. Das haben die mit einem heißen Messer oder so gemacht, haben sie beschrieben zumindest. Und dadurch gibt es eine extrem flexible, leichte Sohle. Sie ist auch relativ schmal, nicht einmal 8 mm. Geht nach vorne, wenn man es genau guckt, von hinten nach vorne ein bisschen schmaler wird sie. Das merkt man auch im Laufkomfort. Man muss aber sagen, man muss sich in den Schuh erstmal ein bisschen einlaufen, weil dadurch, dass das so flexibel ist, man glaubt fast gar nicht, dass man einen Schuh anhat, könnte man behaupten, also man hat einen an, aber das Laufen war fast wie eine neue Erfahrung. Aber eine bessere. Im Schuh selber ist auch nochmal die ganze Versteifung drin, dass die Laufeigenschaft natürlich sicherer wird. Die Dämpfung sowieso. Und was ich auch rausgelesen habe, dass man die Sohle auch nochmal extra ein bisschen zurechtschneiden kann, wenn man das möchte, damit es halt seinen Fuß ergonomisch genau angepasst wird sozusagen. Dann, genial, wie immer, luftdurchlässig. Einmal hat es geregnet. Ganz wasserdicht sind sie nicht, aber auch nicht so, dass wenn mal ein Regentropfen draufkommt, dass es sofort durch ist. Also man kann es wirklich bei fast jedem Wetter anziehen, ohne Probleme. Und die Qualität ist mehr als nur super, weil natürlich, wo ich jetzt im Regenrennen war, habe ich sie in der Waschmaschine gesteckt und sind aus wie neu, ne? Kann man nichts meckern. Fazit von dieser ganzen Geschichte, von diesen Schuhen ist, ich habe ihn in Schwarz bestellt, weil ich habe schon so viele auffallende Schuhe, dachte ich mal, diesmal in Schwarz, damit ich auch vielleicht mal nicht nur zum Laufen anziehen kann, sondern auch mal draußen so. Das Geniale bei dieser Style-Kombi, man kann die online auch in komplett unterschiedlichen Farben bestellen. Also selbst diese Schuhe gibt es in Neongelb oder auch in Weiß, Blau, Orange. Also was die Designer sich dort wieder einfallen lassen haben, ist der Hammer. Wenn ihr die ganzen Bilder sehen wollt, die ganzen Farbvarianten, einfach unterhalb vom Video euch den Artikel durchlesen und die Bilder anschauen. Und wer wissen will, wie immer, wie man so einen Schuh günstiger bekommt, der hat natürlich jetzt hier die Möglichkeit, auf meine Hand zu klicken. Da bekommt ihr alle Infos, wie man so einen Schuh locker 30% günstiger bekommt. Oder unterhalb vom Video in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Und wer es nicht abwarten kann, klickt jetzt einfach auf diesen Schuh drauf und kommt wahrscheinlich direkt zu Nike oder zu einem anderen Shop, den ich empfehlen kann, wo man wirklich den Service auch bekommt, den man erwartet. In diesem Sinne, wenn ihr selber Erfahrung mit diesem Schuh habt, schreibt ihn mir, ich bin begeistert, weil ich laufe selber und tausche mich natürlich auch dann gerne mit euch aus. Und vielleicht trifft man sich ja mal auf eine Run-Session. Und ja, wie gesagt, da oben irgendwo könnt ihr auch mich abonnieren und wünsche euch damit viel, viel Spaß.